Willkommen zurück zu Let's Play Mario Kart 8 Deluxe. Seid ihr bereit für den letzten Cup im 150 Hubraum? Dann let's go! Aber vorher sehe ich hier, gibt es hier ein neues Icon. Nintendo Labo Toy-Con. Ja, könnte ich hier einstellen, aber... ja, leider habe ich kein Nintendo Labo. Ist eigentlich ganz geil, gerade auch für die jüngere Generation ist das sehr, sehr nice. Aber ja, ich hab das nicht. Vielleicht werde ich es mir eines Tages mal kaufen, wer weiß. Aber wie gesagt, wir spielen heute den letzten Cup im 150 Hubraum. Jetzt haben wir im letzten Part leider nicht die 3 Sterne erreicht. Ich hoffe mal, wir schaffen es in diesem Cup. So, heute spielen wir Lemmy. Ja, warum ist Lemmy jetzt schon ausgewählt und schon ein anderes Kart? Aus dem folgenden Grund, ich habe schon mal angefangen, den Part aufzunehmen. Ich kam bis zum Kart und dann hat es bei mir geklingelt und dann habe ich erstmal die Aufnahme nochmal abgebrochen. Ja, wie gesagt, wir spielen heute mit Lemmy, weil ich auch nicht so ganz weiß, wen hatten wir jetzt eigentlich schon alles. Und das ist das Kart, was wir freigeschaltet haben. Sport Coupé oder Coupé, irgendwie so. Sieht eigentlich ganz nice aus. Hat Ähnlichkeiten mit einem Goldkart. Könnte aber auch an Lemmy generell liegen, dass das halt so eine Farbe hat. Boah, sieht das geil aus. Habt ihr Bock, damit zu fahren? Dann brauchen wir hier auch irgendwas. Ja, komm, nehmen wir den Standardgleiter und dann let's go. Hier im Glockencup. Letzter Cup. Auch somit der letzte Cup, wo ich dann jetzt hier Bewertungen abgebe. Beim Spielmodus, den ich dann natürlich, den wir dann zusammen zocken, da werde ich natürlich keine Bewertungen abgeben, weil die habe ich ja sowieso schon gemacht. Und jo. Dann let's go in Cooper Großstadtfieber vom Nintendo 3DS Mario Kart 7. So hieß dieser Mario Kart Teil. Ja. Cooper Großstadtfieber, obwohl überall Bowser ist, zum Beispiel da jetzt links. Er ist ein Übersetzungsfehler der des Übersetzungsteams, weil. Ja, irgendwie, ich glaube, es ist so, dass Bowser übersetzt heißt auch Cooper irgendwie so. Irgendwie gibt es da einen Zusammenhang. Und daher, es sollte eigentlich Bowsers Großstadtfieber heißen, aber letztendlich heißt es Cooper Großstadtfieber. Weil es da irgendwie einen Fehler gab. Und das hat man jetzt wohl auf den Nintendo Switch, beziehungsweise vorher auf den Nintendo Wii U übernommen. Ja gut, was sollten sie machen? Auf jeden Fall nicht runterfahren. Das ist erstmal ein bisschen ungewohnt hier mit diesem Kart zu fahren, weil, ja, einmal so ein fettes Kartteil. Das bin ich nicht ganz so gewohnt. Alter, da werden wir eiskalt überholt. So, hier die Kurve da hinten, die ist schwierig. Aber mit etwas Geschick kriegen wir die auch hin. Nice. Larry ist bei uns. Nicht mehr. Oh, ein Pilz am Eins. Muss ich irgendwo mal einsetzen. Ach, machen wir jetzt mal hier, damit wir ein Doppel-Item kriegen. Brauchen wir irgendein Schutz-Item. So, wir wollen wie gesagt die 3 Sterne kriegen und da Schutz-Item dann schon, doch schon gut. So, Bewertung zu der Strecke. Ich finde diese Strecke eigentlich ganz geil. Man merkt auch, dass es hier ein bisschen rutschig ist und dieses Mal brennen sich hier ab, weil sonst fahre ich wieder ins Aus. Und auch optisch sieht die Strecke sehr, sehr geil aus. Und warum wohl dieser rote Panzer nicht zerstört? Fragen über Fragen. Trotzdem wurde die Hupe eingesetzt. Naja, auf jeden Fall eigentlich so vom optischen her eine mega nice Strecke. Tschüss. Larry. Optisch mega geil. Auch hier die Wassereffekte am Bildschirm. Sowas mag ich besonders. Und ja, sonst ist es eigentlich nur Kurven fahren, abbremsen, treffen lassen. Nein, der hatte hinten eine dran. Scheiße. Hab nicht damit gerechnet, dass er noch eine hat. Okay, jetzt muss ich aufholen. Jetzt ein paar Meter. Ich bin mir unsicher, was ich hier für eine Bewertung geben soll. Oh, 3 rote Panzer. Die beinahe beide zerstört wurden, ey. So, ab ins Ziel hier. Sehr schön. Ja. Aber ich würde trotzdem noch eine 1 minus geben. Ist zwar keine glatte 1, weil da fehlt das besondere etwas. Aber ja, eine 2 ist auch eine 1 minus ist ja auch eine 1 sozusagen. Aber knapp, sehr, sehr knapp. Beinahe wäre es eine 2 plus.
Obwohl, doch, irgendwie, tut mir leid, Cooper statt Fieber, du kriegst nur 2 plus. Ich habe mich jetzt doch nochmal umentschieden. 2 plus. So, nächste Strecke ist die Partystraße vom Game Boy Advance, Super Mario Circuit. Interessant sind da eben die Logos gewesen auf den Kisten, aber wenn ich mich nicht irre, stand da nur Mario Kart 8 drauf und nicht Mario Kart 8 Deluxe. Interessanter Fakt sozusagen. Aber gut, dann in der Spielzeugkiste hier mal ein bisschen herumfahren. Komm, hier muss ich aber Erster werden. Es ist keine schwere Strecke. Zwar gibt es hier ein paar Hindernisse von diesen Robo-Viechern, die man von den Luftschiffen aus den Super Mario Bros. Teilen kennt. Von anderen Marios. Nein, 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 ich bin voll Idiot. Ja, ich hab. Ja. Wie konnte er so einen schnellen Boost aufbauen? Das ist ja unfair. Ja, ist klar, Rosalina. Wie lange hätten deine Dings noch? Hä, ich bin doch gar nicht drauf gefahren. Ja, wo ich jetzt getroffen bin jetzt oder nicht? Bin mir gerade nicht sicher. Nicht klein? Doch, ich bin klein. Ja, ist klar. Ist klar. Was ist denn das jetzt hier für ein Pech? Ja, den Pilz hätte ich auch intelligenter einsetzen können. Ich weiß. Ach, lass mich doch alle. Ja, drei Bananen mal. Ja, jetzt kommt noch Starry-Panzer. Ey, in dieser Runde ist alles gegen mich anscheinend. Hallo Starry-Panzer. Ja, wenigstens kriege ich die zwei Itemkästen. Werden die mir jetzt noch gestohlen worden, ey? Ich hätte einen Kollaps bekommen. Ja, pa Pilze. Ja. Pilz. Geil, ich hab einen Pilz. Ja, darüber bin ich glücklich. Man glaubt es kaum, aber es ist so. So, hier will ich natürlich auch den ersten Platz ins Ziel bringen. Oh, diese scheiß Banane hier. Aber wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. Wir haben jetzt einen schönen Abstand aufgebaut. Ja, dann kann ich mal ein bisschen über diese Strecke erzählen. Die ist eigentlich auch ganz geil, danke sehr. Optisch. Vom Aufbau her ist sie nice. Aber ist der optisch, da muss ich sagen, sind zwar viele Details im Hintergrund. Zum Beispiel dieser Woolly Yoshi da aus Yoshi's Woolly World oder so. Aber. Oder diese Käfer aus Super Mario 3D World. Das ist alles ganz geil. Starry-Panzer vor kurz passiert. Bitte. Ich bin trotzdem noch Erster. Alles war typisch. Starry-Panzer vom Ziel. Na klar. Aber was ich sagen wollte, sind zwar viele Details, was ich ganz geil finde, aber trotzdem, es haut mich optisch nicht ganz so um wie bei anderen Strecken. Daher auch nur eine 2 plus. Ist ja auch eine gute Bewertung. Würde ich gleichsetzen wirklich mit Cooper Großstadtfieber. Cooper Großstadtfieber vielleicht noch ein Tückchen besser. Weil hier kann ich mich besser auf eine 2 plus einigen als bei Cooper Großstadtfieber. Das war ja mega knapp. Jetzt kommen wir nun zur nächsten Strecke. Marios Metro. Diesmal keine Retro-Strecke. Eine komplett neue Strecke. Was ja auch ganz schön geil ist. Ist ja bei den DLC-Strecken so, dass da Retro und neue Strecken miteinander vermischt sind, was ich auch viel, viel besser finde als die sonstige Art und Weise. Bitte auch weiter so. Bitte auch im neuen Mario Kart dann so. Ja, schon ganz geil. Mario Kart 10 oder so. Vielleicht macht Nintendo wirklich so das wie bei Microsoft. Es kam Windows 8 raus, aber Windows 9 wurde ausgelassen und dann kam noch Windows 10. Vielleicht machen die das hier bei Mario Kart auch so. Mario Kart 8 gibt es jetzt momentan. Mario Kart 9 wird ausgelassen. Und dann gibt es Mario Kart 10. Lemmy ist wieder vor mir. Nicht ganz so schön. Kann ich ganz easy. Oh, voll. Ein paar Boosts hier. Ja, Mario Metro. Eigentlich auch eine nice Strecke. Irgendwie sage ich zu jeder Strecke hier nice Strecke und trotzdem wird es keine 1.
Ja, weil das Besondere halt noch fehlt. Das ist, wo ich sage, mega krass finde ich das an dieser Strecke. Zum Beispiel wie im letzten Part hier, Wilder Wipfelweg. Da finde ich die Optik sowas mega geil mit den ganzen Bäumen und so. Das macht die Strecke halt aus. Ja gut, diese Strecke macht halt die Metro hier aus. Ja, ich weiß, aber eine Metro gab's oder Züge oder sowas gab's schon woanders. Versteht ihr, was ich meine? Daher kriegt diese Strecke auch noch eine 2 plus von mir. Aber wenn die nächste Strecke eine 1 wird, dann ist die schon mal besser als der letzte Cup. Ist ja noch nicht schlecht. Rosalina ist von mir, das finde ich gar nicht schön. So, tschüss Rosalina. Was? Ich bin auch hin. Schau da. Komm, ich brauche hier mal ein Doppel-Item. Ich glaube, das war keine gute Idee. Aber ich bin Erster. What? Wie bin ich Erster geworden? Ja gut, jetzt bin ich Zweiter. Nein, die nehmen Metro. Ich weiß nicht, ob ich jetzt weniger Schaden durch die Banane bekommen habe. Ich brauche noch irgendein gutes Item. Scheiße. Ich hätte diesen Pilz so easy gut einsetzen können. Jetzt werde ich zerstört. Ja. Ja, schön noch dieser Stern hier. Achter Platz. Ich war eben noch Erster. Ich wurde so im normalen Ranking überholt. Ey, nee. Das war jetzt Pech. Na komm, auf zur nächsten Strecke. Wir kriegen den ersten Platz kriegen wir hin. Welche Strecke ist denn das jetzt? Big Blue. Stimmt. Big Blue. Ist das nicht eine Abschnittstrecke? Ja, das ist auch eine Abschnittstrecke. Bedeutet, hier müssen wir ordentlich Gas geben. Eine Strecke von F-Zero. Wir hatten ja schon eine Strecke von F-Zero vor einigen Parts. Man könnte auch sagen, vor ein paar Monaten. Durch die lange Pause. So, erstmal ein bisschen Geld einsammeln. Und jetzt geht's hier komplett auf Geschwindigkeit. Nein, der hat meine Doppelhaltung geklaut. Scheiße. So, F-Zero, Big Blue. Ich finde die Strecke mega nice. Weil die andere Strecke baut schon ein bisschen auf Geschwindigkeit drauf auf. Auf jeden Fall. Aber bei der merkt man es noch umso mehr. Weil man auch merkt, wie wenig Zeit man hier hat. So, jetzt wird man hier nochmal im Wasser. Also auch die verschiedenen Abschnitte finde ich auch geil. Der Hintergrund, die Berge. Es ist nicht so ein Kandidat wie im letzten Part Wilder Wittbeweg oder die große Dachmauer oder sowas. Aber diese Strecke kriegt von mir endlich mal in diesem Cup eine Strecke, die von mir eine 1 kriegt. Gerade so noch eine normale 1, also keine 1 minus. Jetzt hier noch diese Beschleunigungsscheiben hier. Ja doch, und die Musik im Hintergrund natürlich. Die finde ich auch mega geil. Es war vielleicht nicht jedermanns Geschmack, aber mein Geschmack ist es. Und dann bringen wir mal diese Karre hier ins Ziel. Dass wir wenigstens in jedem Cup einen Goldpokal haben. Sollten wir doch jetzt haben. Oder habe ich in irgendeinem Cup keinen Goldpokal? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Hey gut, hier haben wir auf jeden Fall den ersten Platz geholt. War ganz easy, weil die anderen sind noch weit weg. Und somit ist der 150 Hubraum abgeschlossen. Kommen wir nun zu den Ergebnissen. Wie gesagt, eine 1, das heißt, dieser Cup erhält insgesamt eine 1,75-Bewertung. 3 Zweierstrecken, eine Einzelstrecke passt. Und das macht es einen überdurchschnittlichen guten Cup. War keine Strecke dabei, wo ich sagte, ja, die fand ich scheiße oder so. Und mit der letzten Strecke wurde nochmal eine 1 geholt, sozusagen. Das ist ein Rücklauf von das, was ich gespielt habe, weil, ja doch, das sieht dann auch, weil ich habe eben da gesehen, wie ich Lemmy ins Ausgeboostet habe. Ist mir gar nicht während des Spiels aufgefallen. So,
drei Strecken gerockt. Marius ist mir jetzt overkackt. Ja, egal. Goldpokal ist drin. Wenigstens noch ein Stern. Natürlich nicht. Satte 50 Punkte. Neues Fahrzeugteil. Und die Credits. Ja. Das Let's Play ist natürlich noch nicht vorbei. Es kommt noch der Spielmodus. Und dann kommen noch Online-Strecken. Battle-Modus will ich euch auch noch unbedingt zeigen. Also das Let's Play ist noch lange nicht vorbei. Aber ja, im letzten Part sind wir zusammen mit Mario Kart 8 Deluxe endlich weiter. Und jetzt werden wir so richtig durchstarten, was sehr, sehr geil ist. Mario Kart 8 Deluxe, ein verbesserter Vorgänger oder ein verbessertes Remake zur Nintendo Wii U Version. Warum verbessert? Weil etwas, was wir noch nicht angeschaut haben, ist der Battle-Modus. Und der Battle-Modus in Mario Kart 8 Deluxe ist einfach nur Bombe. Mario Kart 8 für die Wii U, da war ja scheiße. Ganz einfach, da wurden einfach ein paar Strecken hingeklatscht. Man sollte sich gegenseitig abschießen, das war's. Aber hier wurden sich Gedanken gemacht. Hier wurden Battle-Maps gebaut. Und das ist halt mega krass. Daher diese eine Neuerung, dass man halt auch von Anfang an die DLC-Cups hat. Zwar fühlen sich Mario Kart 8 für die Wii U-Spieler da verarscht, weil man da extra nochmal Geld bezahlt hat. Aber letztendlich finde ich das eigentlich nicht so schlimm. Weil, ja, bietet nochmal mehr Content, mehr Charaktere sind auf jeden Fall, glaube ich, auch mit dabei. Man hat alle Charaktere von Anfang an, außer einen Charakter, glaube ich. Wie man den freischaltet, keine Ahnung. Und ja, von der Optik her, da brauche ich nichts dazu sagen. Sieht einfach, die meisten Strecken sehen einfach nur mega Bombe geil aus. Gerade wenn man das zum Vorgänger, also sag ich mal jetzt zu einem Nintendo 3DS zum Beispiel vergleicht oder zur Wii, was da an Grafik, was da für einen Fortschritt gab. Guckt hier jetzt Wario's Goldmine an. Das ist einfach nur mega geil. Ja, Bewertung gebe ich für dieses Spiel eine Bewertung. Ich denke mal ja, diesmal nicht in Form von Noten. Das waren bei den Strecken so, aber im Bewert 100% ist sozusagen Bombe, 0% ist der größte Müll, der je auf den Markt gebracht wurde. Und ich würde mich so für 95% entscheiden. 95% dafür halt bei diesem Spiel, weil im Gegensatz zur Wii U Edition gab es bei den Strecken kaum Neuerungen. Es gab keine neuen Strecken, warum? Sowas halt. Sowas hätte mir gefehlt. Neue Strecken. Ich denke mal, mit neuen Strecken wäre es wirklich nah an die 100 dran gekommen. Also ist halt schon ein großes Manko dann hier dran. Aber was ja auch letztendlich nicht ganz so schlimm ist. 95% ist nämlich immer noch mega geil. Nach Notensystem wäre es eine 1. Und von daher, ja, was soll ich dazu jetzt noch sagen? Ist ein mega geiles Spiel. Ist auch mega geil, das unterwegs spielen zu können. Weil die Switch, die kann man aus der Docking Station rausnehmen und dann kann man hier unterwegs zocken. Das Dingste, was ich schon öfters gemacht habe, habe eine Nintendo Switch mitgenommen bei langen Autofahrten und so. Und hab da gezockt. Natürlich nicht, wenn ich am Steuer bin. Wenn ich Mitfahrer war, natürlich. Ist ja, denke ich mal, logisch. Sonst, neue Items gab's auch. Ein Item, was wir bisher noch gar nicht gesehen haben, ist der Tanuki-Schwanz. Nee, Tanuki. Was war denn das? Nee, die Feder. Die kommt aber nur beim Battle-Modus vor. Ist eigentlich ein Item, was komplett unnötig ist. Dann der Geistkrank, glaube ich, auch dazu. Wo ich mich an den jetzt gar nicht erinnern kann. Und wie habe ich in Erinnerung, dass der Geist auch mit von der. Ich glaube auch nur beim Battle-Modus. Ja, wie gesagt, der Battle-Modus fehlt halt jetzt noch. Wisst ihr was? Wir machen es auch so. Im nächsten Part kommt erstmal der Battle-Modus dran. Was hält ihr denn davon? Richtig. Weil. Dann haben wir jetzt so eine Pause zwischen den ganzen Strecken und dann nach dem Battle-Modus werden wir dann den Spielcup anfangen. Ich weiß nicht, wie lange der Battle-Modus dauern wird, vielleicht ein Part, zwei Parts, irgendwie so. Aber lange wird er auch nicht dauern.
So, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin und tschüss.